So, und weiter geht's mit dem Let's Play. Wir haben dann Friedhof aufgehört. Und meines Wissens führt uns unser Weg da. Boah, gegen einen fiesen Geist erst einmal. Und wie es ja schon bemerkt, also man sieht jetzt eigentlich keinen direkten Vergleich, aber das Masterschwert macht einiges mehr Schaden als normales. Und wir haben jetzt einen Geist besiegt, der hat uns da jetzt da so seine Seele überlassen und die können wir jetzt da einfangen und so flaschen. Und wir müssen da jetzt grob räuberisch Gräber auf Zeiten ziehen, das weiß ich nur, aber ich weiß nicht mehr welches. Ah, nehmen wir das mal mit den Blumen. Das ist ein Jachtschick. Oh. Jawohl, mein Lieblingsgeräusch. Und weiter geht's. In die Tiefen von Fragezeichen. Und wir haben da einen Geist, der was mit uns Rennen machen will. Durch die Katakomben da herunten. Er bombardiert uns da ein wenig mit Flammen. Das macht uns natürlich nichts, den Beispiel gekonnt aus. Wenn man drehen würde, was vielleicht eh noch passiert, schleudert uns das ein Stück zurück und wir verlieren ihn sozusagen. Wir müssen so zu solchen Checkpoints rennen, die was wir gerade gesehen haben. Und der ist gar nicht so langsam, der Typ. Wir müssen immer aufpassen, dass man es nicht abhängt. Ah, man hat es gesehen. Das passiert und wir können aber noch locker aufholen. Okay, weiter. Scheiße. Das darf uns nicht so oft passieren, weil sonst bascht uns der Typ da ab. Wir müssen ihn schon überstiegen, verfolgen. Fair. Einfach nicht drehrennen. Ja, wenn man zerbrennt wird, ist das nicht so cool. Und da große Kurve. Und er ist schon durch. Und es fängt schon zum Ticken an, aber kein Problem für uns. Ja, 1 Minute 6, feine Zeit. Und er ist ganz erstaunt, dass wir da mit ihm mithalten haben können. Und er gibt uns seinen Schatz, den Hookshot. Und er sagt uns eben, mit dem können wir sie auf irgendeinen Punkt, wo wir eben wollen, hinhooken. Auf gut Deutsch. Wer kennt das nicht von. Auf gut Deutsch, haha. Wer kennt das nicht von Dota? Den Hook vom Butcher. Und wir haben jetzt sozusagen der Butcher. Und er funktioniert eigentlich ganz einfach. Es gibt gewisse Ziele, wo man sie mit dem Hookshot hinziehen kann. Das ist so ziemlich eines der coolsten Items bei Zelda, glaube ich, überhaupt. Also, und vor allem am nützlichsten. Wir werden gleich sehen, für was wir das jetzt brauchen, weil zum Entkommen von der Gruft da braucht man den, glaube ich. Ah, genau. Wir haben ja da neue Blöcke. Da haben wir so ein komisches Logo drinnen. Das kennen wir vielleicht. Nein, kennen wir nicht. Schauen wir uns das mal genauer an, es geht auch. Ich lege mal Bomben. Geh weg von mir. Aber ich habe mir eigentlich gedacht. Oben, rechts. Na, okay, das ist nicht der richtige Weg. Aber wie ist das dann so gegangen? Vielleicht fragt man sich, isn't that the same design that's on the door of the time? Ja, das glaube ich nämlich auch. Dann studieren wir mal, wie das Lied wirklich gegangen war. Jetzt brauchen wir das auch. Man sieht, da kann man durch sein Inventar blättern. Man sieht da so die ganzen Items, was man da gefunden hat. Bomb Bag, Bullet Bag, Garnet's Bracelet und Silver Scale. Die können wir nicht mehr verwenden, die haben ausgegraut. Und da noch ein wenig Equipment. Und da haben wir den Song of Time. Rechts A, O, B. Okay. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay, Scheiße. Und was immer. Rechts A, O, B. Okay. So kann man sie dashen. Und, auf mysteriöse Weise verschwinden die Blöcke da vor uns. Und es öffnet sich unser Durchgang, wo wir wieder weiter nach oben steigen können. Und das ist ein witziges Geräusch. Das haben wir bis jetzt nicht gehabt, aber das ist eine super Melodie. Also die ist richtig cool.
Und zack. Ein Herzcontainer. Das. Ups, sorry. Jawohl, Herzcontainer. Und da können wir, glaube ich, auch was erreichen. Wenn man den, der chillt überhaupt nicht, wie man das sieht. Und ich glaube, den können wir mit einer gewissen Melodie können wir den beruhigen und der spielt dann viel angenehmer. Obi rechts, links. Ah. Oh, er ist ganz erstaunt. Ocarina, what the heck? 7 years ago, back then a mean kid came here and played a strange song. Messed up with this minibill. Ah, Obi Offe. Okay, der lernt uns doch lernen, Öchen. Achso. Offe. Ah, Blödsinn. Okay. Song of Storms heißt das Ganze. Okay, das habe ich jetzt. Muss ich euch gleich zugeben, da gar nicht gewusst. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir ein anderes Lied spielen müssen. Aber das probiere ich jetzt trotzdem nochmal. Wie ist das jetzt gegangen? Gewehrer. Schau. Ich glaube nämlich schon, dass wir den spielen müssen. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also, Obi rechts, links. Yeah. Genau. Salinas Song. Aber ich glaube, das ist jetzt eh nicht der richtige. Dr. Salina? Nein, ich doch nicht. Dr. Me auch nicht. Okay, wir sprengen da alles. Gut, also wir wissen, es ist vor 7 Jahren so ein Jung hergekommen und hat das alles da viel schnell gemacht. Das waren wahrscheinlich wir, so 7 Jahre, oh, das kann schon treffen. Aber gut. Boah, Cheater an die Wand. Das war jetzt gar keine Absicht. Potion Shop. Okay, die gibt uns aber auch noch keine Potions. Ich glaube, da muss man... Ja, dann müssen wir irgendwas, irgendwann, irgendwo mit da. Aber ich weiß es leider gerade nicht und naja, ist jetzt gar nicht so wichtig. Wir haben jetzt jedenfalls den Hookshot, den was wir bis jetzt eigentlich noch nicht gebraucht haben. Aber irgendwann brauchen wir ihn auf jeden Fall. Was haben wir da alles? Okay, ein Fisch werden wir sie nicht kaufen. Bottlebug, die braucht man für spezielle Sachen später. Magic Power und Life Power können wir sie da regenerieren. Eine Fee können wir sie kaufen und. Okay, das hilft uns jetzt noch gar nicht so weiter. Gut. Da haben wir dann vorerst einmal nichts mehr zu tun. Wir haben wahrscheinlich nur immer nicht genug Skulpturas, dass wir da den ersten Jung befreien können. Denn ich denke. Da ist so eine runde Anzahl von 10 vielleicht erforderlich. Wie viel haben wir? Ah, da sehen wir es. Ups, nein. Krass. Okay. Gut, ja dann. Haben wir vorerst mal in dem Bereich fertig. Und wir haben den Hookshot. Und wer weiß noch, wo es dann hingegangen ist? Ja, genau. In den Wald. In so einem mysteriösen Wald. Und, naja, wir kennen schon den Wald. Der hätte so einen kurzen Weg auch gehen. Am Berg oben. Naja, ist ja wurscht. So. Und das ist noch ein wenig mühsam. Wir müssen da durchlaufen. Da gibt es einen Schmäh. Nämlich, man kann es rückwärts springen. Schaut jetzt recht offig aus, muss ich ja zugeben. Aber ist schneller als wie wenn man vorwärts gehen darf. Ja, wenn man jetzt blöd wird, gehen wir jetzt einfach. Ist ja wurscht. Bei den Speedruns sieht man das übrigens relativ oft, also wenn so Leute rückwärts sogar durch die Gegend springen, das machen sie dann einfach nur, weil es lustig ausschaut, sondern man bewegt sich damit auch um einiges schneller. Sudala. Und wir gehen zurück, ach das schaut ist so klar aus, wenn man erwachsen ist. Ja, wir gehen zurück in den Wald, den was wir erkennen. Übrigens, da wollte ich auch noch so eine kleine Anekdote anbringen. In den Wald vergeht keine Zeit. Drum haben übrigens auch in den Wald überall
Kinder. Also wenn wir jetzt da zurückgehen, werden wir feststellen, da haben wir immer überall Kinder. Das ist eine ganz witzige Tatsache. Und ich glaube sogar, man kann sie doch... Übrigens, das war gerade so die Ansicht von dem Hookshot. Hookshot hast du halt. Und okay, anscheinend. Ah, da ist ziemlich fiese Pflanze schon am Start. Und wir sehen ja, da schaut es viel aus im Dorf der Kokiris. Da ist die Zeit auch nicht stillgestanden sozusagen. Und ich glaube, ja, da drinnen haben noch überall die. Naja, haben wir natürlich keinen gesehen. Oh, da ist einer. Hinten rechts. Ah, ich kann ja kein Geld mehr haben. Ja, not one of us, sagt er, der ganz frech. Tja, der man wisset. Wir können natürlich da nicht unsere volle Identität preisgeben. Würde uns sowieso keiner glauben. Also ziehen wir einfach weiter. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das der kürzeste Weg ist, aber ja, es wird sich nicht um viel reißen. So, und den Wald kennen wir. Und ich glaube, da gibt es ja diverse Minigames da unten. Ja, da kann man mit den Tieren da unten, da kann man mit den Tieren, mit den Viechern da unten spielen. Hey, wen haben wir denn da? Kokirish Clothing, no, you can't fool me. Saria, er sagt, er bewacht die Saria. Da können wir mal was abbieten. Ach, Scheißdreck. So, wie ist das gegangen? Obi, rechts, links. Ja, fein. Und wir spielen da eine Melodie, die was er vielleicht kennt. That melody. Saria plays that song all the time. You, do you know Saria? The song. Saria thought that song only to her friends. Naja. Okay, er vertraut uns. Er ist doch gar nicht so. Ich glaube, da kann man doch jetzt. Ja. Na, da will ich gar nicht her. Aber ich weiß schon, wo man da hinkommt. Da würde man zu dem Platz kommen, wo ich in der letzten, also bei der letzten Aufnahme gesagt hat, ja, wo geht da hin? Aber da wollen wir nicht hin. Und ich will nur immer nicht hin. So. Na, jetzt bin ich falsch gerannt, oder? Moment.